thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe das Vloggen richtig vermisst. Ich war ja jetzt eine Woche auf Fuerteventura. Falls ihr mein Video gesehen habt, das ist letzte Woche online gekommen. Und ich habe auch auf Instagram angekündigt, dass ich ein Get My Life Back Together Video machen möchte mit euch zusammen. Ich hatte ja jetzt Semesterferien und die habe ich auch ausgekostet. Also ich habe mir keinen Wecker in der Früh gestellt. Ich habe einfach so ein bisschen in den Tag reingelebt, gar nicht so richtig nach Kalender gelebt, sondern einfach mal so richtig Ferien gehabt. Aber jetzt habe ich richtig Lust, mir eine richtig gute Morgen- und Abendroutine aufzubauen und ich habe einfach wieder richtig Motivation und Lust, so routiniert zu sein. Und da dachte ich mir, wäre das eigentlich perfekt, wenn ich euch in einem kleinen Vlog mitnehme als Motivation. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, ein bisschen routinierter zu sein und dann können wir das gemeinsam starten. Heute ist so der Preparation Day, also heute möchte ich mich so darauf vorbereiten, ich möchte mir so eine gute Routine zusammenstellen, also so ein bisschen überlegen, wie könnte mir die Routine helfen. Also Routinen sind ja da, damit man Dinge erledigen, ohne viel drüber nachzudenken. Also zum Beispiel das Zähneputzen in der Früh ist eine Routine. Wir müssen gar nicht mehr drüber nachdenken. Wir gehen am Morgen in das Badezimmer und putzen unsere Zähne. Und ich möchte mir eine gesunde, realistische Routine aufbauen, morgens und abends, die einfach zu meinem Vorteil ist. Und Routinen sind nicht dazu da, dass man sich gestresst fühlt oder dass man denkt, jetzt man muss jetzt Dinge abhaken und schnell durch den Tag kommen, sondern die sollen euch einfach ein bisschen weiterhelfen, einen healthy Lifestyle zu führen, würde ich mal sagen. Aber was ich am Anfang heute machen möchte, bevor ich morgen mit meiner Routine starte, dass ich mal die Wohnung komplett aufräume und einfach so eine Base schaffe, damit ich morgen gut in den Tag starten kann. First things first, comfy clothes. Und ich werde mich heute von Raum zu Raum begeben. Also ich fange hier im Schlafzimmer an. Die ganze Wohnung ist aufgeräumt, die Wäsche ist erledigt. Ich bin very, very happy. Ich habe währenddessen ein Hörbuch gehört. Ich habe letztens das Hörbuch, wie man finanziell frei wird, fertig gehört. Kann ich euch super empfehlen, habe ich euch schon mal in einem Video gesagt. Und jetzt höre ich gerade ein Hörbuch zum Thema Female Empowerment. Irgendwie ist es gerade voll etwas, was mich interessiert. Und deswegen höre ich da ein Hörbuch. Und ich habe euch gesagt, dass ich morgen mit meiner Routine starten möchte und heute so eine Base schaffen möchte, dass ich morgen gut eine Routine haben kann. Aber wisst ihr, was mir nicht auf morgen verschieben? Sport. Ich höre das so oft, dass Menschen sagen, ja, morgen fange ich an mit Sport oder morgen fange ich an mit gesunder Ernährung. Aber immer dann, wenn man drüber nachdenkt, man möchte super gerne sportlicher sein oder sich mehr bewegen, dann sollte man auch gleich damit anfangen. Und wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist, aber auf morgen verschieben, das ist meistens so, dass das dann nie passiert, weil man es immer auf morgen verschiebt. Aber wenn man jetzt schon mit einer kleinen Einheit startet, mit einer kleinen Bewegung, mit 5 Minuten Workout, hat man schon mal den Grundstein gelegt und morgen macht man dann 10 Minuten Workout oder geht länger spazieren. Und genau. Ich starte jetzt ins Gym, ich freue mich richtig. Ich mache heute einen Cardio Day, weil ich heute meinen Haarwaschtag habe und deswegen so richtig schwitzen möchte. Übrigens, ich hatte gestern Tanztraining und habe einfach 4 Drehungen, geschaffen. Ich kann es euch hier mal zeigen. Ich war sehr impressed. Well, there is the plan.
So, ich habe heute Cardio gemacht und dann war spontan eine Pilates-Stunde und ich wollte ja schon, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr so ein bisschen mit Pilates anzufangen und dann war ich die Stunde und es war richtig nice. Also ich war jetzt 1,5 Stunden im Fitnessstudio. Ich habe mir sogar einen Proteinshake gemacht, Leute. Und er schmeckt wahnsinnig gut. Ich bin jemand, ich hasse alles, was mit Proteinen zu tun hat. Ich hasse Proteinriegel. Ich mag das einfach alles nicht. Und ich habe den gerade gekostet und ich schwör's euch, der schmeckt null nach diesen künstlichen Shakes. Der schmeckt einfach richtig nice nach Milchshake, also nach so Schokoladeshake. Der schmeckt so, so gut. Das ist übrigens auch was ich gerade schon ein bisschen länger für eine Kooperation teste. Und ich bin gerade dabei, alles durchzutesten. Und wenn ich mir final eine Meinung gebildet habe, dann hört ihr was mit Rabattcode. Aber bis jetzt bin ich echt richtig begeistert. Sorry für das Licht, aber ich dachte mir, wir machen uns jetzt eine cozy Stimmung. Und ich quatsche ein bisschen mit euch, wie ich meine Routine gestalten möchte. Also jetzt haben wir mal die Base geschaffen. Ich war beim Sport, das heißt, der erste Step ist schon vollzogen. Und ich glaube, das Erste, was man sich so überlegen sollte, was für ein Ziel möchte man erreichen mit einer Routine. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, ein gesundes, ausgewogenes Leben zu haben mit einer Balance zwischen Freizeit, Arbeit, soziale Kontakte und auch Weiterbildung. Und das möchte ich so total gerne in meine Routine reinbauen, weil ich mich oft gefunden habe, dass ich den ganzen Tag nur vom Laptop gesitzt habe und das macht mich nicht glücklich. Also mich macht das nicht happy, wenn ich keinen Sport mache, wenn ich mich mit niemandem treffe. Deswegen werde ich morgen meine Morgenroutine so gestalten und auch so beibehalten versuchen, dass ich zwischen 6 und 8 Uhr aufstehe. Also ich möchte keine Routine haben, wo ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehe, weil mein Leben halt super flexibel ist und manchmal habe ich Tanzen bis 10 Uhr, bin um 11 erst zu Hause und dann schlafe ich erst um 12. Und dann möchte ich nicht um 6 Uhr aufstehen. Und genau deswegen sage ich von 6 bis 8 Uhr. Dann möchte ich Skincare machen, mich so auf den Tag einstellen, mir einen Kaffee machen. Und dann möchte ich auf jeden Fall auch noch was in meine Weiterbildung machen außerhalb von der Uni. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich mich in super, super vielen Themen dafür interessiere und ich möchte mich außerhalb von der Uni in solche Themen mehr weiterbilden. Das möchte ich auch machen. Ihr werdet es morgen in der Umsetzung gut sehen. Und dann möchte ich arbeiten, so für 2-3 Stunden und dann Mittagessen. Aber wie morgen genau meine Routine aussieht, das seht ihr dann. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. 6.45 Uhr und ich freue mich auf den Tag. Yay. Ich liebe es nach dem Aufstehen, wenn ich Zeit habe, mich nochmal in das warme Bett zu setzen und von dort aus eine Aufgabe erledigen, die ich erledigt haben möchte. Weil für mich ist es so, dass ich jetzt auch nicht irgendwie gut Sport machen könnte oder meditieren könnte, wenn ich weiß, ich habe noch diese eine Aufgabe zu machen. Ich habe jetzt meinen Podcast geschnitten und jetzt nehme ich mir kurz Zeit und schreibe mir eine To-Do-Liste für den Tag. So, ich habe mir jetzt hier eine kleine To-Do-Liste geschrieben, einfach so, um ein paar Anhaltspunkte zu haben. Ich habe heute ziemlich viel zu tun für YouTube, also ich möchte gerne ein Video schneiden, aber auch ein Video filmen. Und genau, Podcast habe ich schon online gestellt, das ist schon mal sehr gut. Dann Jakob und ich planen gerade ein Wohnzimmer-Makeover, dann nehme ich euch auch auf jeden Fall mit. Also wir wollen das Wohnzimmer komplett umgestalten. Wir wollten das eigentlich schon von Anfang an machen, aber haben uns dafür einfach Zeit genommen, weil Möbel sind unfassbar teuer. Und jetzt haben wir beide, oder beziehungsweise ich mache das eigentlich. Ich habe jetzt die Kapazitäten dafür, deswegen plane ich das jetzt. Dann muss ich 2 Geschenke besorgen, beziehungsweise mir auch überlegen und am Abend habe ich dann Tanzen. Genau.
Frau zu werden, die ich heute nur noch meiden würde. Productivity is more about getting the things done that actually matter. So usually in an academic setting, it's about getting the things done that will have the most significant... Was mir super wichtig war, was mir total gefehlt hat ganz, ganz lange, gerade wenn ich jetzt keine Uni mehr habe und jetzt gerade in meinen Ferien bin, weil ich muss ja dann bald wieder anfangen zu lernen, es fehlt mir total, mich weiterzubilden. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich mir so 10 Minuten, eine halbe Stunde am Tag nehme, um mich mit Themen intensiv anzugehen und einfach mich weiterzubilden, das ist ja mittlerweile super, super easy. Und ich arbeite ja auch schon länger mit Skillshare zusammen. Falls ihr Skillshare nicht kennt, das ist eine Online-Learning-Plattform mit den verschiedensten Kursen. Aktuell belege ich Kurse zu Disziplin und Motivation, weil mich die Themen auch mega interessieren. Gerade höre ich den Kurs Den inneren Schweinehund begraben, Selbstdisziplin und produktiv werden. Es gibt auch mittlerweile super viele Kurse auf Deutsch und es gibt auch jeden Kurs mit deutschen Untertiteln, was super einfach ist. Die deutschen Untertitel kann man ganz, ganz leicht unten rechts auf dieser Sprechblase anklicken und dann kann man zwischen verschiedensten Untertiteln wählen. Finde ich super praktisch. Ich habe einen Link in der Infobox, da könnt ihr einen Monat kostenlos Skillshare nutzen. Die ersten 1000 Personen, die auf diesen Link klicken, können einen Monat kostenlos Skillshare nutzen. Ihr könnt das auch jederzeit kündigen, diesen Probemonat, und ihr bekommt auch 7 Tage vorab nochmal einen Reminder, dass euer Probemonat bald endet. Das heißt, ihr seid da super, super safe. Und auf Skillshare gibt es jetzt auch einen neuen Feature, was richtig nice ist, und zwar bekommt man jetzt Zertifikate, wenn man einen Kurs belegt hat. Ich finde, das steigert dann auch nochmal so die Motivation und man hat dann quasi so eine kleine Belohnung, finde ich auch mega nice. Und wie gesagt, also ich bin super happy mit Skillshare. Ich mache mir dann auch jeden Tag so ein paar Notizen und versuche da einfach jeden Tag ungefähr 10 Minuten, eine halbe Stunde reinzustecken. Man kann Themen wie Persönlichkeitsentwicklung angehen, Gesang, Instrumente lernen, jegliche Art von Können, die ihr euch aneignen wollt, gibt es über Skillshare. Falls ihr das noch nie ausprobiert habt, klickt mega gerne auf den Link und überzeugt euch selber. So, ich habe jetzt mein Video fertig gedreht. Ich habe ein Bikini-Review gemacht und jetzt werde ich ein bisschen forschen, weil Jakob und ich im Sommer nach Indonesien wollen. Und da werde ich jetzt mal kurz schauen, die Angebote. Es kommt ein kleines Update. Es ist jetzt 11.11 Uhr. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren und bis jetzt läuft der Morgen eigentlich ganz gut. Also ich war schon sehr produktiv. Aber ich merke, dass ich, wenn ich früher aufstehe, das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit was machen muss. Aber eigentlich bedeutet das ja auch, dass wenn ich früher aufstehe, ist ja auch so ein bisschen mein Ziel, dass ich dann mehr Zeit für mich habe, Dinge langsamer machen kann. Das muss ich irgendwie noch ein bisschen checken und so ein bisschen in meinen Tag rein integrieren, weil ich wusste jetzt eigentlich nicht so, was ich machen soll, weil ich alles schon quasi gemacht habe und ich wollte jetzt auch nicht anfangen, mein Video zu schneiden, weil das wäre jetzt irgendwie auch zu viel gewesen. Deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt spazieren. Ich habe auch meinen Vater angerufen, ob wir Mittagessen gehen wollen, und das heißt, ich höre jetzt ein bisschen Hörbuch, gehe eine kleine Runde und dann gehe ich Mittagessen. So, ich bin jetzt wieder back und ich wollte jetzt einen kleinen Sprung in die Stadt fahren, weil ich meine Kontaktlinsen abholen muss. Ich hab mich jetzt umgezogen, das ist so ein rückenfreies Oberteil, fand ich irgendwie richtig cute. Und das ist übrigens von Chiquelle. Und ich fahre jetzt los und ja, bin sehr froh, wenn ich meine Kontaktlinsen habe. Yes! I'm back und jetzt gibt es einen kleinen Haul, weil ich habe ein bisschen mehr gekauft als nur meine Linsen. Ich bin sehr, sehr excited. Ich habe sogar Jakobs Master-Geschenk gefunden. Fangen wir mit dem uninteressantesten an, meine Linsen. Ich habe einmal auf rechts 1,5, minus 1,5 und auf links minus 2,5. Dann kommen wir zu Depot.
Da habe ich einmal diese cute Kerze gekauft. Das ist irgendwie meine Farbe. Die Farbe zieht mich einfach an. Ich liebe die. Die finde ich richtig, richtig schön. Und Jakob und ich wollen ja so ein bisschen das Wohnzimmer umgestalten. Und da habe ich jetzt eine Kerze gekauft. Das ist mal ein Anfang. Dann habe ich eine so süße Tasse gekauft. Also für Kaffee. Das hat hier so ein kleines Herz. Und das fand ich auch richtig cute. Ich bin ein kleiner Fan von solchen cuten Tassen. Dann habe ich so ein Glas gekauft, damit ich mein Chia-Pudding preppen kann. Dann habe ich diese süße Karte gekauft für Jakob. Da steht drauf, du bist einfach bärenstark, fand ich irgendwie richtig cute. Also Jakob hat nächste Woche seine Masterverteidigung und ich habe ihm ein PS5-Spiel gekauft und zwar Hogwarts Legacy. Und das hat er sich gewünscht, aber er wollte es sich nicht kaufen, weil er es zu teuer fand. Und ich dachte mir, das ist eigentlich das perfekte Geschenk, weil er hat in seinem Studium ganz, ganz oft solche Detox-Wochen gehabt, in denen er stressige Klausurenphasen hatte. Und da hat er dann auf PS5 verzichtet. Und jetzt packe ich ihm das irgendwie cute ein und schreibe drauf, weil du jetzt nie wieder drauf verzichten musst oder irgendwie so. Das und das zusammen finde ich eigentlich richtig cute. Ich hatte echt gar keine Ahnung, was ich ihm schenken soll oder was dem gerecht wird für die ganze Arbeit, die er da reingesteckt wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz cutes Geschenk. Und für mich habe ich jetzt noch solche Mangostreifen gekauft, weil ich liebe die Dinger. Die werde ich jetzt sowieso gleich essen. Genau. Und jetzt werde ich mich auch gleich an meinen Laptop sitzen. Es ist jetzt 13.57 Uhr. Und meine YouTube-Video schneiden. Ich habe jetzt tanzen. Ich freue mich mega krass. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe übrigens gerade noch ein Brot gegessen. Yes. Surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. 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 And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Good morning! Heute ist der nächste Tag und ich wollte mal so ein bisschen mit euch über den gestrigen Tag reden, wie es mir so gegangen ist und generell, was ich jetzt... Ich habe meine Ohrringe nicht drin, das ist voll ungewohnt, muss ich dann reinmachen. Also ich habe ja mit euch versucht, so eine gute Routine für mich zu finden, die einfach zu mir und meinem Leben passt. Was ich aber auch sagen kann, dass ich die nicht jeden Tag anwende. Also meine Definition von Routine ist, dass ich die flexibel anpassen kann von Tag zu Tag. Und genau, aber die Key-Sachen, dass ich zwischen einer gewissen Uhrzeit aufstehe, dass ich dann einfach mir ein gesundes Frühstück mache, weil ich total oft das Frühstück ausgefallen lassen habe und nur einen Kaffee getrunken habe und dann bin ich irgendwann richtig zittrig geworden und habe halt voll vergessen, mir ein Frühstück zu machen. Und ich möchte jetzt jeden Tag mir ein gesundes Frühstück machen und ich merke einfach richtig, ich habe das jetzt nämlich ein bisschen länger schon durchgezogen, wie gut ich mich fühle, wenn ich mit vielen Nährstoffen, mit gesundem Frühstück in den Tag starte. Und einfach so ein bisschen frischer kochen tut mir auch richtig gut. Die Bewegung, die ich jetzt habe, ich gehe Pilates, Tanzen, Fitnessstudio, fange jetzt auch mit Pole Dance an, da bin ich auch richtig, richtig happy. Und mit dem Aspekt Weiterbildung. Ich möchte jetzt auch mehrere Kurse belegen. Also einerseits mache ich die Kurse auf Skillshare, dann bilde ich mich über Online-Bücher weiter, also auf BookBeat höre ich da immer Hörbücher. Und ich möchte jetzt aber auch weitere Kurse machen. Also da bin ich eigentlich auch ganz happy. Und was sozial betrifft, möchte ich das auch ein bisschen mehr aufstocken, mich öfter mit Freundinnen oder mit meiner Familie treffen. Und genau, ich bin jetzt auf einem mega guten Weg. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitziehen. Ich fahre jetzt zu meinen Großeltern. Ich habe mich gerade fertig gemacht, habe schon ein Video fertig geschnitten und genau, versuche heute auch so gut Work-Life-Balance reinzubekommen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart beim Video. Schreibt mir gerne, falls ihr schon eine gute Routine habt, in die Kommentare, würde mich auch richtig interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bye!